Mit H5P lassen sich interaktive Übungen erstellen für Lernprogramme. Diese Übungen können eingebunden werden in den verschiedensten Systemen, zum Beispiel auf Drupal-Websites, auf Moodle oder eben auf WordPress-Websites. Heute möchte ich zeigen, wie man auf einer einfachen WordPress-Website H5P-Elemente gut integrieren kann, ohne dass man dafür eine komplexere Lernplattform auf dieser WordPress-Installation betreibt. Wir sehen hier die Website mediendidaktik.info und hier sind auf dem Lehrbuch, auf den Informationen zu dem Lehrbuch Mediendidaktik eine ganze Reihe von interaktiven Übungen hinterlegt, die auch ein anonymer Benutzer bearbeiten kann. Aber wenn eben wenn ein angemeldeter Benutzer diese Übungen bearbeitet, dann hat er auf der Übersichtsseite, auf seiner Seite, eine Möglichkeit, hier bestimmte ja, Punktestände, Bearbeitungsstände zu erkennen. Also zum Beispiel sehen wir hier, wie häufig hat sich dieser User angemeldet, wie viele Kapitel hat die Person bearbeitet, wie viele Übungen hat sie durchgemacht und eben auch zu den Fällen, die hier durchgearbeitet sind, sind eben halt die Anzahl der bearbeiteten Übungen festgehalten. Das alles ist ohne eine dahinterliegende Lernplattform registriert. H5P selbst liefert das nicht von Hause aus mit, sondern wir brauchen ein Tool, mit dem wir das sozusagen erfassen können. Und das können wir machen, indem wir mit Gamypress arbeiten. Das heißt also mit einer Technik, die praktisch im Hintergrund Punkte erfasst, Aktivitäten erfasst von den Benutzern. Und diese Punkte, die dieses Gamypress erfasst, oder diese Ereignisse, die das Gamypress erfasst, können wir dann zusammenfassen zu bestimmten Scores. Also hier als Beispiel, die Anzahl der bearbeiteten Übungen wäre ein Punkttyp, der hier erfasst wird. Das wäre zum Beispiel hier der Fall, also für jede abgeschlossene interaktive Übung wird ein Punkt vergeben. Wir können auch andere Punkte erfassen, also zum Beispiel, wie oft eine Seite aufgerufen worden ist, wie oft sich die Person angemeldet haben. Das sind alles wären alles die Punkte. Dann kommen wir zu den Achievements, also bestimmte Leistungen, für die Badges vergeben werden. Hier sehen wir die einzelnen Badges, die vergeben werden. Also zum Beispiel für die erste Übung, die eine Person bearbeitet hat, wird schon ein Badge vergeben. Sie sehen hier einen solchen Hinweis, wie das im Einzelnen berechnet wird, die Minimumanzahl der Punkte, die hierfür erforderlich ist, und dann eben halt der Hinweis, die erste Übung ist geschafft. Die Person hat damit sozusagen einen Badge erlangt. Und wenn wir uns dann anschauen, den Rank, da werden dann diese verschiedenen Punkte sozusagen zusammengeführt. Also ich kann hier etwa ein fortgeschrittenes Level definieren. Dieses fortgeschrittene Level wird dann zugewiesen, wenn die Person hier 10 Übungen bearbeitet hat und 10 Kapitel aufgerufen hat. Also sozusagen mehrere Elemente kann ich hier definieren, mehrere Leistungsstände, für die dann dieser Rang, dieser Status vergeben wird. Und das Ganze sieht dann eben so aus. Hier wird es eben ausgegeben, wie praktisch dann eben hier die Fälle und die Übungen angezeigt werden. Wir können uns das mal im Backend anschauen, wie das praktisch auf der Seite sich anschaut. Sie sehen hier, das sind eben solche Shortcodes, die hier eingefügt werden. Gamypress Points für bestimmte Dinge, Gamypress für Übungen, für Punkte im Fall und so weiter. Die Badges hier auch werden hier auch als Shortcode eingefügt. Die Earnings werden hier eingefügt. Also das sind in Wirklichkeit alles dann nur sozusagen Shortcodes, die eingefügt werden und die dann genau das hier erzeugen. Ja, insgesamt denke ich,
stehen uns damit eigentlich eine sehr attraktive Technik zur Verfügung. H5P auf der einen Seite und GemiPress auf der anderen Seite, bei der eben diese Dinge dann registriert werden, die Ereignisse in H5P und in Punkte sozusagen umgesetzt werden können und auf diese Weise auch einfach der Lernstand angezeigt werden kann. Übrigens, MyCreed ist eine Alternative dazu, ähnlich leistungsfähig, und insofern stehen uns hier zwei ja auch kostenfreie Variantenmöglichkeiten zur Verfügung, wie wir den Lernstand von Usern festhalten können und sichtbar machen können mit H5P. Vielen Dank.